Servus Leute, heute bei Marshalls Hockey School werden wir einige Übungen machen mit mehreren Pucks. Warum? Weil ich finde, dass wenn wir mit ein paar Pucks gleichzeitig gemischt haben, ist das Stickhandling mit einem Puck viel leichter und auch ist es sehr gutes kognitives Training fürs Gehirn, immer zu überlegen, wo muss ich den einen Puck platzieren, damit ich den anderen noch bekommen kann. Und auch natürlich ist es sehr gutes Training für die Hände, weil mit zwei Pucks müssen die Hände wirklich schnell sein. Wir fangen an mit der einfachsten Übung und dann werden wir die Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ich habe zwei Pucks und ich versuche einfach in einem Bahn mit zwei Pucks gleichzeitig zu mischen und zu schauen, dass beide Pucks immer am Gleiten sind. Ich probiere es mal aus. Ich finde, dass es immer am einfachsten ist, bei dieser etwas einfacheren Übung, man kann eigentlich das machen, wie man möchte. Aber ich finde, wenn man es später schwieriger machen will, ist es immer gut am Anfang, die Scheiben genau vor dem Körper zu halten und die hintere Scheibe immer vor der vorderen Scheibe zu bringen. Also einmal raus, rein und raus, rein. Zwei Bewegungen. Einmal noch. So, der nächste Schritt ist es in einem Kreis zu machen. Im Kreis ist es schwieriger, weil man die Pucks immer mittig halten muss, damit sie nicht nach außen rutschen. Ich probiere es in beide Richtungen aus. Ich finde, Anfang ist immer am schwierigsten. Jetzt kriege ich einen Rhythmus. Hoppala! Wie ihr seht, deutlich schwieriger, macht aber Spaß. Und ich werde jetzt versuchen, es einfach in die andere Richtung zu gehen. Ich finde meine Rückhandseite einfacher. Das wird jetzt meine schwierige Seite werden. Schwierig, aber machbar. Und jetzt werde ich versuchen, das immer mit ein paar Bögen zu machen. Also ich laufe geradeaus mit beiden Pucks und versuche dann einen richtig schnellen Bogen zurückzumachen und zu schauen, und das ist der Schlüssel, dass die Pucks immer in Bewegung bleiben. Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme. So, die nächste Stufe, mischen und gleichzeitig kicken. Ich hoffe, es gibt ein paar gute Fußballer auch da draußen. Die Übung ist koordinativ der Wahnsinn. Leg mal los. Einen wichtigen Punkt, bitte nicht den Puck einfach meilenweit nach vorne kicken, mischen und sie wiederholen. Das Ziel ist, die Scheibe immer an den Füßen zu haben und auch am Schläger. Und wenn du dich wirklich wohlfühlst, ich habe es ein paar Mal da probiert, versuch nicht im selben Rhythmus
zu kicken und zu mischen, sondern mach was anderes mit den Händen als mit den Füßen. Mischen und kicken. Und ihr merkt es, glaube ich, auch selber, wie anstrengend die Übung auch für mich ist. Ich bin eine während meiner Tutorials. Ich möchte euch immer erklären, was ich mache während der Übung, wie das ablaufen soll. Aber es tut mir wirklich leid, ich kann das nicht. Ich muss mich so koordinativ und kognitiv konzentrieren, dass eine gleichzeitige Erklärung klappt leider nicht. So. Und jetzt wirklich the next level. Drei Scheiben. Ich kann euch hier nur einen Tipp geben. Versucht die Scheiben so mittig zu halten wie möglich. Sobald eine Scheibe in eine Richtung geht und eine in die andere Richtung, ist die Übung vorbei. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich probiere es. So schlecht. Könnte ich vier machen vielleicht? Glaube ich nicht. Aber ich wage einen Versuch mit vier. Warum nicht? Das war, normalerweise schaffe ich das nicht so gut mit drei. Boah, let's try it out. Oh Mann, oh Mann. Eieiei, das ist holprig, das ist holprig, das ist holprig. Oh, 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 oh. Ich probiere den Rückweg, das war nicht so gut, aber unheimlich schwer. Eieieiei. Ach, klappt noch nicht, aber ganz ehrlich, mit vier ist es nicht nötig, aber ich mag Challenges und... Eine Übung habe ich fast vergessen. Wir bauen das jetzt mit einem Schuss ein. Okay, so jetzt bauen wir einen Schuss ein. Warum? Weil wenn du jetzt hier nicht am Mitdenken bist, dann wirst du, wenn du schießt, die andere Scheibe hinter dir lassen. Wir wollen beide Pucks so schnell wie möglich schießen. Und das geht nur, wenn ich den Puck, den ich zuerst nicht schieße, nach vorne platziere, damit ich den gut gleich danach schießen kann. Ich zeige euch. Probier es einmal noch. Immer denken, der Puck, den ich nicht schießen werde, bleibt vorne. So, das war's für den Double Puck bei Marcel's Hockey School oder den dreifachen Puck. Super Übungen, die wir oft am Anfang unseres Trainings als Warm-up benutzen. Probier es selber aus. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht auf Like und Abonnieren zu klicken. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.